So, da sind wir auch schon wieder zurück bei Kingdom Come Deliverance. Zwischenzeitlich ist über Ratai ein ordentliches Gewitter zusammengezogen. Es hat ein bisschen was Episches, wenn hinter der Kirche die Blitze zucken. Ist auch, ja, kündet von dem, was man darin zu erwarten hat. So, wir wollten uns auf den Weg zurück nach Pribislavitz machen. Wir haben nämlich jetzt unsere Siedler angeheuert. Meine Güte, ist der Weg ewig lang. Ich habe zwischenzeitlich nochmal ein bisschen verkauft, wobei ich gemerkt habe, dass die Händler gar nicht mehr so viel Geld haben. Das heißt, ich bin die meiste Ware gar nicht losgeworden. Das Pferd ist immer noch beladen mit Rüstungen und mit Waffen, die wir ja alle gesammelt haben in den letzten Tagen. Aber losgeworden bin ich es nicht. Das ist so ein bisschen ein Problem. Ich war es gewohnt, dass zumindest der Rüstungshändler in Ratai, der hatte normalerweise ungefähr so ein Vermögen von 20.000. Da konnte man schon mal ganz gut die Sachen loswerden. Jetzt hatte er aber 2.000. Ein Überfall auf dem Weg. Gib mir alles, was du hast. Aber ich hab doch gar nichts. Das ist doch das Problem. Ich bin doch arm wie eine Kirchenmaus. Hast genug vom Leben, was? Nö, ich würde schon gerne noch ein bisschen machen. Ein bisschen würde ich schon gerne noch. So. Zack, ins Gesicht. Dann kriegst du noch mal einen oben drauf. Und was ist mit dir? Bei dir auch, ja? Möchtest du auch? Auch mal einmal ins Gesicht. So, machen wir das so bei dir. Dann hauen wir noch einmal oben drauf und dann ist bei dir auch Schluss. So, und weil ich dich natürlich nicht im Regen liegen lassen will, ganz klar. Also, wenn ich die Wahl zwischen im Regen liegen lassen und umbringen habe, ja, dann bin ich natürlich immer so gnädig und bringe die Leute auch um. Also, das will ich ihnen dann auch nicht antun. Das ist einfach hier, das ist tschechischer Regen. Und wir wissen ja alle, der ist einfach härter als anderer Regen. So, ich weiß gar nicht, ob sich das gerade noch lohnt, hier Sachen mitzunehmen, weil ganz ehrlich, das Pferd ist irgendwann voll. Ich lasse das jetzt mal liegen bei denen. Auch wenn es mir in der Seele wehtut. Trotzdem, den goldenen Zierkelch nehme ich natürlich mit. Der wiegt nicht so viel. Das nehme ich mit und den Ringelblumenaufguss. Der heilt immer so schön. Ein Apfel und ein Brot. Ich habe mir auch ein bisschen Brot gekauft. Habe mich auch wieder satt gegessen. Ansonsten einen gewöhnlichen Schild. Naja, gut, komm. Naja. So, dann machen wir uns da wieder auf den Weg. Und mal gucken, wie viele Überfälle wir diesmal haben, bis wir in Pribislavitz sind. Und vor allen Dingen, was mich dann interessieren würde, ist, wie viele unserer Siedler haben denn überlebt den Weg bis dahin? Das ist ja mal die andere Frage. Weil ich glaube, wenn die den gleichen Weg gelaufen sind, ja, dann können wir froh sein, wenn ungefähr ein Siedler da angekommen ist, der aber schwer verwundet ist und vor den Toren zusammenbricht und sagt, es war eine Falle. Der Weg ist ja auch furchtbar. Immer hier an der Ecke. Immer hier. Und hier irgendwo ist noch ein Kumanenlager. Das kann mir ja keiner erzählen. Ist hier jemand? Ist hier jemand? Hallo? Hallo? Entschuldigung. Da sind wir eben drei und auch noch gut bewaffnet. Ach du Scheiße. Soll das etwa alles sein? Ich habe Angst. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem, weil das sind gut gerüstete Leute und sie sind zu dritt. Ich muss dringend einen von denen loswerden, mindestens. Au, 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 au. Okay, ich muss fliehen, ich muss fliehen. Entschuldigung. Ich müsste mal eben kurz hier einen Ringelblumenaufguss. Ja, da war ich wieder. Da war ich wieder. Wieso kann ich den jetzt nicht trinken? Achso, ich bin. Verdammt. Nehmt euch den da. Der ist viel würziger als ich. Mehr hast du nicht drauf? Nee, im Augenblick nicht. Nicht, wenn drei von euch gegen mich kämpfen. Tut mir leid. Haben sich jetzt 10 da geschnappt? Oh nein, die sind immer noch hinter mir her. Oh. Okay, ich müsste mal irgendwie aus dem Kampf raus und einen Ringelblumenaufguss trinken. Das wäre natürlich schön. Aber ich blute auch immer noch. Das ist das Problem. Und ich weiß jetzt gerade echt nicht, was ich gegen die machen soll. Das sind drei in richtig hammerharter Rüstung. Ja, toll. Ich sehe es schon kommen. Wir sehen uns wahrscheinlich gleich wieder. Ja, das Schönste wäre jetzt natürlich, wenn ich einen von denen tatsächlich mal ausschalten könnte. Irgendwie durch einen Kopftreffer und dann. Au, au, au. Jo, jo, jo. Ist es gleich soweit. Jo, ich weine gleich. Letzte Kraft. Agilität nochmal hoch. Aua. Leck mich doch! Nee, jetzt gerade nicht. Sorry. Oh, da ist der Kopftreffer. Au. Jetzt müssen wir nur noch ihn schaffen. Komm, jetzt auch Kopftreffer. Oh Gott. Sollten wir es wirklich geschafft haben? Wo ist der andere? Hier. Töten. Dringend töten.
Aber hier ist noch einer unterwegs, zu 100%. Töten. So, jetzt muss ich gucken, habe ich Bandagen dabei? Ich hoffe doch. Kann ich die denn im Kampf benutzen? Och, Leute, damit habe ich nicht gerechnet. Verband anwenden. Torso 1%, okay. So, Torso ist verbunden. Ich blute nicht mehr, das ist schon mal was wert. Kann der Kampf jetzt vielleicht mal vorbei sein? Nein! Nein! Ich muss mal gerade auf der Karte markieren, wo wir hier sind. Hier sind wir. Und dann versuche ich mal gerade das Weite zu suchen. Denn gegen ihn möchte ich jetzt nicht auch noch kämpfen. Wir hatten jetzt schon riesen Glück, dass wir gegen... Ach, guck mal! Ich kann einen Ringelblumenaufguss jetzt... halt, zurück. Essen möchte ich den. So. Nom 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 nom. Der heilt uns ein bisschen zumindest. Und ich hoffe so weit, dass wir uns mit dem da hinten auch noch anlegen können, weil dann können wir nämlich das Plündergut noch holen. Denn die hatten wirklich richtig gute Rüstungen an und das würde ich wirklich sehr ungern zurückliegen lassen. Boah, und ich sag noch, was ist denn mit unseren Siedlern, die nach Pribislavitz wollten? Ja, die müssen ja hier... Ich sag dazu nichts mehr, ehrlich. Also die Wälder hier sind alles andere als sicher. Ich würde hier, weiß Gott, keine Siedlung errichten, schon gar nicht mit irgendwelchen Flüchtlingen, die sich nicht selbst verteidigen können. Auch mal so mutig sein, nochmal hinzulaufen. Der Ringelblumenaufguss ringelt noch. Da ist er. Ich warte jetzt nochmal, bis der ausgelaufen ist. Dann nehme ich noch einen Ringelblumenaufguss und dann wagen wir uns zu ihm hin. Das wäre die Möglichkeit. Unser Torso ist ziemlich verletzt leider. Unsere Hand ist auch verletzt. Das ist nicht so gut. So, jetzt wird nochmal ordentlich geringelt. Und jetzt gehen wir in den Kampf. Denn wir wollen ja die Rüstungen von den guten Männern haben. Hallo, mein Freund. Oh nein! Ich hab den Baumstamm getroffen und der war jetzt erstaunlich leicht. Gut. Sag ich jetzt nichts zu, der hat sich offenbar hier umgesehen und hat mich nicht kommen hören mit meiner schweren Rüstung. Das kann schon mal passieren. Oh, meine Güte, Leute. Da haben wir ja jetzt, haben wir ja einen ordentlichen Kampf hinter uns gerade hier. Er hat ein Schild mit dabei, aber ansonsten... So. 1200.000 edles, langes Kettenhemd. Oh, das sind so schöne Sachen. So schöne Sachen. Und die Groschen nehmen wir natürlich auch mit. Ansonsten lässt man ihm mal den Rest an. Ein bisschen Restwürde kann er ruhig behalten. Ich schiebe ihn mal kurz zur Seite. Metallplattierte Streitaxt, die sieht auch sehr schön aus, die nehme ich mit. So, und du, mein Freund, du liegst hier so rum. Guck mal, was du da dabei hattest. Auch die Brigantine und die Sporen. Nürnberger Schulterplatten. Alles so schön. Und natürlich die Groschen, Hasenfleisch, das waren bestimmt Wilderer. Wobei, ja, das waren richtige, das waren professionelle Banditen. Gibt ja auch professionelle Banditen, geh mal hier weg. Ich muss mal gerade dein Schwert aufheben. Geh doch mal hier weg. So. Was ist das für ein Schwert? Knappenschwert. Naja, waren das vielleicht Raubritter? Na, na, na. Und was hast du dabei? Was ist das für ein Schwert? Magdeburger Schwert. Hatten wir sowas schon mal? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. So, die Brigantine. Edle Composite-Beinlinge. Huiuiuiuiuiui. Das tut mir echt leid. Ich muss... Es geht nicht anders. Ich muss das mitnehmen. Bin jetzt zwar wahrscheinlich wieder überladen, aber wir haben ja die Möglichkeit... Jetzt muss ich mir gerade gucken. Das Knappenschwert. Okay, nur das Magdeburger Schwert. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Schwert des Herodes hat 45, 75, 3. 57, 57, 3. Naja gut, es ist besser beim Stich, aber den Stich setzen wir so gut wie nie ein. Wir sind ja meistens dabei zu schlagen. Insofern würde ich das jetzt mal nicht mitnehmen. Aber wir können es auf jeden Fall gut verkaufen. Deswegen geht das alles schön in unser Beckenhaube mit Klappvisier. Nasal, deutsche Beckenhaube. Na gut, wir haben ja so eine ähnliche ungefähr gerade auf. Dunkler Jupon. Zwei davon gehen auch weg. Die edlen Composite-Beinlinge, die sind eigentlich ziemlich teuer und wahrscheinlich auch ziemlich gut, aber naja, wir haben was anderes. Wir haben schon ein edles Kettenhemd, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, was wir alles hatten und was nicht. Nürnberger Panzerhandschuhe, Nürnberger Schulterplatten. Ich würde ja tatsächlich gerne mal diese ganze Nürnberger, das Nürnberger Set quasi tragen. Na, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Das Pferd kann nichts mehr tragen. Seht ihr, jetzt haben wir nämlich schon das Problem. Sowohl ich kann nichts mehr tragen, als auch das Pferd kann nichts mehr tragen. Und wenn das nächste Mal irgendwelche Banditen uns über den Weg laufen, dann ja,
Dann müssen wir alles zurücklassen, was ich sehr schade finde. So, hoffen wir mal, dass da oben... Ein Attentäter, was? Alter, Attentäter? Attentäter? Was ist mit euch los? Ich schlachte dich ab! Das glaube ich nicht. Komm doch! Hast du Probleme mit deiner Frau oder warum glaubst du, ich wäre ein Attentäter? Hat er mich gerade zurückgestoßen? Also, hör mal, ich habe gerade drei fette Banditen umgebracht, da wirst du mich ja wohl nicht in Probleme bringen, oder? Au! Wo kommst du denn her? Immer der Dritte, der sich irgendwo im Gebüsch versteckt und dann rauskommt, um Ungemach zu verbreiten. Dafür kriegst du jetzt ein Schwert in den Magen. So, dann werden die auch erledigt. Das war jetzt im Vergleich zu eben nicht wirklich die Herausforderung. Ich lasse die Sachen auch tatsächlich alle mal einfach bei denen. Das interessiert mich nicht. Ihr seid es nicht mal wert, dass ich euch plündere. Fühlt euch von mir massiv beleidigt. Darf ich jetzt vielleicht ohne weiteren Zwischenfall nach Pribislavitz? Das wäre sehr schön. Ah, wir haben schon angefangen. Sieht aber auch schon deutlich einladender aus als vorher, muss man sagen. Also wenn ein paar Bäume weg sind und ein bisschen aufgeräumt ist, dann ist das echt schön hier. Schauen wir doch mal. Wir haben ja als Wegpunkt immer noch unsere Brücke hier. Oh, guck mal. Guck mal, wie schön das auf einmal da aussieht. Das war vorher so eine richtig runtergekommene, räuberig-banditisch aussehende Ecke hier. Und jetzt sieht das, also wenn die Kirche da oben restauriert ist, sieht das echt schön hier aus. Wenn hier jetzt noch ein paar Häuschen stehen... Ich hätte nicht gedacht, dass man aus dem Dörfchen sowas Schönes machen kann. Hier ist der Bach. Das wird mal richtig friedlich hier. Ich glaube, langsam bin ich froh, hier der Vogt zu sein. Hier ist ein Flüchtling. Aber gut, wir müssen ja mit Marius reden. Die Frage ist jetzt, wo ist der Marius? Hat er sich in die Kirche verdünnisiert? Hier stand das Lager von den Kumanen. Und da hinten sind wir reingekommen. Hier ist der... Ja, genau. Hier konnte man rauf. Das hatten sie ja irgendwie befestigt. Und ich glaube, hier sind wir das letzte Mal... Ne, hier ist der Brunnen. Ja, und hier stand ein Zelt oder ein Verschlag und da sind wir reingekommen, ne? Genau, hier rein, am Brunnen vorbei, hier standen Zelte. Guck mal, da ist ein kleiner Weg oder ist das der Bach? Das ist ein kleiner Weg. Das sieht schön aus. Und von hier aus die Kirche, ich glaube, auch wenn die restauriert ist, dann wird die auch sehr schön aussehen. Na gut, dann suchen wir jetzt mal den... Ich nehme das mal mit, ja. Ach nee, das ist stehlen. Ich lasse den einfach mal hier. Ne? Für unbedarfte Leute, die den Weg raufkommen, die denken sich dann... So. Warum auch immer hier ein Wundpfeil in der Luft rumschwebt. Manchmal macht man das ja so. Kann man nichts dagegen tun. So, bei der Kirche ist er, glaube ich, nicht. Ich denke mal, er ist hier beim Zelt. Das Zelt ist nämlich... Da sitzt er, glaube ich, oder? Jawohl. Was ist das? Ist das? Hier ist eine Truhe. Okay. So, reden wir mal mit ihm. Willkommen zurück. Wie war es in Ratai? Der Vogt hat Herrn Divischs Dekret verlesen und ich bin nun offiziell der Vogt von Pribislavitz. So nimm meine Glückwünsche entgegen. Wie lautet der erste Schritt? Zuerst soll... ehrlich gesagt bin ich überfragt. Was würdest du empfehlen? Als du fort warst, bin ich hier schon einige Dinge angegangen. Gewiss hast du bereits die ersten Ankömmlinge aus Ratai gesehen. Ich bin ihnen auf dem Weg hierher begegnet. Nach ihrer Ankunft haben wir sogleich damit begonnen, Bauland zu schaffen, nachdem sie einige behelfsmäßige Unterkünfte gebaut haben. Wie entscheide ich, was wo gebaut wird? Darüber habe ich mir bereits wohlweislich Gedanken gemacht. Und ich habe alles im Hauptbuch festgehalten. Dort wird alles aufgezeichnet. Ich werde jede einzelne Änderung genau dokumentieren. Danke, das ist sicher sehr hilfreich. Und wo finde ich dieses Buch? Es sollte stets im Rathaus aufbewahrt werden. Naja gut, wir haben kein Rathaus, deswegen steht es jetzt neben ihm. Tja, wir fangen bei Null an, daher müssen wir alles bauen.
Schenke, Bäckerei, Fleischerei, Rathaus. Hatte ich die Schenke schon? Gleich als erstes. Ein Ratschlag. Zunächst sollten Gebäude errichtet werden, mithilfe derer Baumaterial für alles andere produziert werden kann. Und da wir vor allem Holz brauchen, wäre ein Holzfällerlager am sinnvollsten. Das stimmt. Und was dann? Kommt drauf an. Jedes Gebäude ist wichtig. Du wirst das schon in Bälde lernen. Steht auch alles im Hauptbuch. Im Hauptbuch. Ja gut, er hat uns jetzt mehrfach darauf hingewiesen, was das Finanzielle betrifft. Was ist mit dem Lohn für die Arbeiter und dem Geld für Baumaterial? Das Geld muss in der Truhe verwahrt werden. Es kann dann für die Löhne und das Baumaterial entwendet werden. Engpässe sollten natürlich vermieden werden. Da fällt mir ein, wir müssen noch über meine eigene Bezahlung sprechen. Ah, ja, natürlich. Herr Divish versprach mir einen festen Lohn, zumal das ein sehr umfassendes Bauvorhaben ist. Verstehe. Wie viel schwebt dir denn vor? Ich habe irgendwo einen alten Zahlungsbeleg. Da ist er. Wie wäre es mit einem Viertel mehr? Auf dem alten Lohn? Ach komm, du bekommst von mir einen großzügigen Lohn. Immerhin können wir es uns leisten, oder? Na schön. Das sollte doch deinen Mühen gerecht werden. Dann sind wir uns offenbar einig. Abgemacht. Gut. Dein Lohn kommt dann auch in die Truhe. Ist er dort wirklich sicher? Ja. Außer uns darf niemand einen Schlüssel für die Truhe haben. Außerdem werden wir Wachen aufstellen. Ah, da bin ich beruhigt. Das wäre dann zunächst alles. Falls du mehr wissen willst, stehe ich dir mit Rat und Tat zur Seite. Es wäre schön gewesen, wenn er mir gesagt hätte, was denn ein Viertel mehr ist, und haben wir jetzt ein Problem dadurch, dass wir einen überbezahlten Lokator haben. Und? Wie mache ich mich als Dorfvogt? Mal sehen. Wir erwirtschaften bei weitem nicht das Einkommen, das ein aufblühendes Dorf braucht. Tja, das Dorf ist noch nicht bereit für die von Herrn Divish geplante Erweiterung. Die Kirche liegt noch in Trümmern. Das hinterlässt keinen guten Eindruck. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel. Verstehe. Ich gebe mir Mühe. Ja, Heinrich, du hast bis jetzt noch gar nichts gemacht, außer Flüchtlinge hierher zu holen. Kannst du mir bitte etwas erklären? Oh Gott, das wird ein langes Gespräch. Wie bringe ich Leute dazu, in unser Dorf zu ziehen? Das geschieht ganz von selbst. Sobald Unterkünfte vorhanden sind, werden nach und nach Siedler kommen. Jedes Gebäude bietet Platz für neue Siedler. Je größer das Gebäude, desto mehr Bewohner. Und je mehr Platz hier ist, desto mehr Leute wird es mit der Hoffnung auf ein besseres Leben zu uns ziehen. Was ist mit Handwerkern? Für Leute vom Fach kann ich sorgen. Aber falls du wahre Meister für das Dorf gewinnen kannst, würde das den Profit sicher erhöhen. Wenngleich das kein leichtes Unterfangen sein dürfte, du könntest dich umhören. Gute Idee. Weißt du vielleicht wo? Versuch es doch mal bei den zwei Sasauer Schmieden. Die gehen sich ständig an die Gurgel und vielleicht möchte ja einer hierher ziehen. Aber vergiss nicht, eine Schmiede im Dorf zu errichten. Denn sonst nützt dir selbst der fachkundigste Schmied nichts. Gut. Ich mache mich erst später zu ihnen auf. Und ich muss darüber nachdenken, wen wir hier sonst noch brauchen. Danke. Na, ich könnte mir vorstellen, dass wir einen Holzfäller hier brauchen. Da kenne ich doch schon einen, den guten Kunisch. Welche Pflichten habe ich als Vogt? Als Vogt musst du dafür Sorge tragen, dass das Dorf wächst und gedeiht. Du musst entscheiden, welche Gebäude errichtet werden sollen. Aber auch Streit schlichten. Und du musst selbst die Finanzmittel stellen. Du hast dir das Sagen, bist aber auch für alles verantwortlich. Wobei du nicht tun und lassen kannst, was du willst. Du unterstehst nach wie vor, genau wie ich, Herrn Divish. Das heißt... Das heißt, dass du ihm Rede und Antwort stehen musst, sollten ihm Beschwerden von den Dörflern zu Ohren kommen. Sorge also dafür, dass niemand stiehlt, genug Arbeit für alle da ist und die Löhne ausgezahlt werden. Natürlich. Ich behalte alles im Auge. Naja gut, wir könnten die Löhne allein schon von... Kann ich denen einfach Rüstungen und Schwerter in die Truhe legen und dann sagen, naja, bedien dich, verkauf's irgendwo, ist mir doch egal. Was den Gebäudebau betrifft. Informiere dich stets über die Bau- und Unterhaltskosten. Nicht, dass du pleite gehst. Im Hauptbuch ist alles niedergeschrieben. Wirf einen Blick hinein oder frag einfach mich. Gut. Was ist mit den Finanzen? Am wichtigsten ist es zu wissen, wie viel Profit die Gebäude abwerfen und wie viel Unterhalt sie kosten. Das steht im Hauptbuch, das du im Rathaus findest.
Gleich auf der ersten Seite. Ich verzeichne dort akribisch jeden neuen Gebäudebau. Der vom Dorf erwirtschaftete Profit wird in der Truhe mit dem Hauptbuch aufbewahrt. Was, wenn wir mehr ausgeben als einnehmen? Dann musst du wohl oder übel selbst das Geld für die Unterhaltskosten in die Truhe legen. Verstehe. Es wäre wohl am besten, etwas für schlechte Zeiten beiseite zu legen. Das stimmt allerdings wobei. Also, ja, ist jetzt wieder die Frage, wie viel kostet denn? Das müssen wir uns gleich mal anschauen im Hauptbuch. Was zählt zu den Unterhaltskosten? Der Lohn für die Arbeiter, die Kosten für Rohstoffe, Geld für die Handwerkerausrüstung. Was, wenn nicht genug Geld dafür da ist? Dann wird die Produktion bald stillstehen. Vermeide dies. Die Leute werden mürrisch, wenn der Lohn ausbleibt. Im Hauptbuch steht geschrieben, wie viel Geld jeden Tag benötigt wird. Bewahre immer genug Geld für die Löhne in der Truhe auf. Wie bezahle ich die Arbeiter? Mach dir darüber keinen Kopf. Ich kümmere mich darum, sofern genug Geld da ist. Kann ich Geld für, sagen wir, 3 Tage im Voraus in die Truhe tun? Sicher. Alles ganz einfach, nicht wahr? Nun gut. Danke. Das ist ja alles ganz einfach. Gebäude verbessern. Wie verbessert man die Gebäude? Das geht genauso vonstatten, wie sie von Grund auf zu errichten. Man benötigt genug Geld und Baumaterial und natürlich etwas zum Verbessern. Es wäre töricht, für besseres Schmiedewerkzeug zu sorgen, wenn nicht einmal eine Schmiede vorhanden ist. Das ist allerdings wahr. Wie wirken sich Verbesserungen denn aus? Sie ermöglichen die Produktion hochwertigerer Waren, die dann zu einem höheren Preis an den Mann gebracht werden können. Na gut, dann weiß ich erstmal, was ich wissen muss. Soweit ist alles klar. Bevor ich jetzt etwas baue, möchte ich gerne einmal einen Blick ins Grundbuch werfen, denn ich möchte einmal sehen, wie teuer denn überhaupt die Gebäude sind. Quest begonnen, Vorräte, aha, mal gerade kurz gucken. Errichte das Geschäft. Ach so, ja, die meinen wahrscheinlich das grundsätzliche Geschäft hier im Dorf. Jetzt muss ich mal gerade gucken, überbezahlter Vogt, da war doch irgendwas. Sonstiges? Nee, das war's nicht. Wo kann ich das nochmal sehen? Ruf, Statistik, Buffs, Fertigkeiten, Buffs. Oder war das beim Questblock? Köstlichkeiten, ein neues Zuhause. Renoviere die Kirche, sorge für ausreichend Einkommen und stelle Unterkünfte für die Siedler bereit. Ja, das können wir machen. Ansonsten, überbezahlter Vogt. Ja, kam jetzt zwar ein Hinweis, muss ich aber mal gucken, was das jetzt bewirkt. Müssen wir mal schauen. Machen wir aber in der nächsten Folge, dann werden wir... Oh, das sieht echt schick hier aus. Guck mal, da schläft unsere Wache. Hey, aufstehen, du faules Schwein. Entschuldigung. So, in der nächsten Folge werden wir uns dann mal dem Bau widmen und mal gucken, was wir hier machen können. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich schaue nochmal ins Grundbuch und dann fangen wir an, unseren kleinen Weiler hier aufzurichten. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben oder einen kleinen Kommentar da. Das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin verabschiede ich mich mit einem kirchlichen Tschüss.